Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Drinnen 46. Ich habe dieses Foto auf dem Flohmarkt gefunden. Neben diesem noch eine ganze Reihe Fotos, alle aus der anscheinend selben Wohnung. Das war, als ich gerade angefangen hatte, meinen letzten Roman zu schreiben, der im Sommer erschienen ist. Jetzt bist du da, heißt er. Und darin spielt ein Haus im Wald und eine Frau, ihr Name ist Claire, eine bedeutende Rolle. Als ich also diese Fotos sah, wusste ich, das ist Claires Haus. So sieht es darin aus. Und klar, es gab Claire in Wirklichkeit nicht. Aber weil ich sie schreiben wollte, kannte ich sie schon sehr gut. Und also hatte ich, als ich die Fotografien sah, auch gar keine Zweifel, dass das Claires Haus ist. Ich kaufte also ein Päckchen von diesen Fotos, also ich suchte mir welche aus, und ab dann lagen die immer auf meinem Schreibtisch. Ich zeigte sie meiner Agentin, die mein Projekt schon sehr gut kannte, und sie sagte, klar, das ist Claires Haus. Das war erstaunlich. Und also begann ich mich, in dieses Haus hineinzuleben. Also begann ich mich, mit meiner Protagonistin in diesem Haus zu bewegen, in diesen Räumen, in diesen Farben. Ich kannte ihre Möbel und wusste, was bei ihr so herumlag. Ich wusste, was der Tiger auf diesem Foto für eine Bedeutung hatte. Er war ein Einzelgänger, wie Claire eine Einzelgängerin ist. Aber es war verrückt. Es unterlief mir, dass ich beim Schreiben aus ihm einen Löwen machte. Ein Rudeltier also, was eigentlich so ziemlich das Gegenteil von dem ist, was meine Protagonistin war. Das fand ich erstaunlich, als ich es bemerkte, und ich bemerkte es tatsächlich erst, als der Roman erschienen war. Es ist, als ob ich ihr etwas auf den Küchentisch stellen wollte, was sie verband mit einer Gemeinschaft oder der Gesellschaft, die sie nur in ihrer Profession als Wildnispädagogin suchte. Oder ich verband diesen Löwen mit dem Rudel, das sie im Wildniscamp betreute. Ich weiß es nicht. Es geschehen einem beim Schreiben seltsame Dinge zuweilen. Man weiß über so viel Bescheid und klärt so viel während des Arbeitsprozesses mit sich und mit den Figuren. Und doch gibt es immer wieder Überraschungen, wenn der Text gedruckt ist. Als ob er sich einem mit einem gewissen Abstand noch einmal offenbart. Als ob er sich noch einmal neu öffnet oder erklärt. In einem meiner Romane spielt eine große Liebe eine Rolle. Ich suchte lange nach dem Namen des Mannes, lange wusste ich nicht, wie er heißen sollte. Ich nannte ihn Andras. Als der Roman erschienen war, bemerkte ein Kritiker, dass Andras das Anagramm von Sandra ist. Ich hatte das nicht bemerkt. Aber als ich es erfuhr, habe ich so viel mehr noch über diesen Roman verstanden als während des Schreibens. Was will uns der Autor mit diesem Roman sagen? Das fragten ja in der Schule immer die Lehrer. Ich weiß, sie tun es noch immer. Es war noch nie eine besonders schlaue Frage, aber von heute und nach 7 Romanen aus betrachtet, ist es viel schöner zu fragen, was weiß die Autorin selbst über das, was ihr Roman am Ende alles erzählt? Wenn Sie mehr von Sandra Hoffmann lesen möchten, ihr aktueller Roman »Jetzt bist du da« ist im Herbst 2023 bei Piper erschienen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.